The following content has been provided by RWTH Aachen University. So, dann legen wir los. Herzlich willkommen zur Programmierung für alle. Wir gehen heute in der vierten Vorlesung heute groß auf das Thema Variablen ein. Und zu dem Thema gehört Kapitel 3 im Buch, das Sie ja sicherlich alle schon bis dahin gelesen haben. Wenn nicht, tun Sie es wirklich. Ich kann es nur dringend empfehlen. Und wann immer Sie in dem Buch lesen, lesen Sie mit einem Bleistift dabei, damit Sie sich die diversen Aufgaben, die da drin sind und diese kleinen Rätsel wirklich vor Augen führen können. Das heißt also, das mag zwar albern erscheinen, ein Kreuzworträtsel zu lösen mit irgendwelchen Begriffen da drin, aber man merkt tatsächlich, wenn man es gemacht hat, man lernt es besser. Also, dafür ist das Buch da. Wenn Sie das Buch nicht haben, übernehmen wir keinerlei Garantien für Ihr Bestehen. Okay, administratives, ganz kurz. Diese Woche, wie schon letztes Mal angesagt, die Freitagstutorien finden nicht statt, wegen Allerheiligen. Wir haben deswegen gesagt, diese Woche kommen Sie gerne in die Tutorien am Dienstag, damit Sie trotzdem eine Möglichkeit haben, in kleinen Gruppen Fragen zu stellen. Bitte nur diese Woche, wie gesagt. Ich weiß, Freitag war nicht so beliebt bei den Tutoriengruppen wie der Dienstag, aber wir müssen es verteilen, damit wir Ihnen einen guten Service bieten können in der Veranstaltung und in der Lehre dort. Die andere Sache war, als Sie die Codeabgaben angeschaut haben, die sind teilweise nicht so super sinnvoll formatiert. Das heißt, schauen Sie bitte darauf, dass Sie Ihre Variablen sinnvoll benennen, also aussagekräftige Namen finden und dass die Bezeichnungen im Allgemeinen klein geschrieben werden. Ja, Variablen schreibt man üblicherweise am Anfang klein, Klassen am Anfang groß. Ihr Programm kompiliert trotzdem. Es läuft auch, wenn Sie es nicht machen. Das ist wirklich eher eine Maßnahme, die Ihnen und auch uns hilft, sich im Code besser zurechtzufinden. Ja, das ist das, was wir Programmierer Konventionen nennen. Also das, was wir sagen, so machen wir das alle, obwohl niemand das strikt enforced, also erzwingt. Aber es hilft wirklich, den Code lesbarer zu halten. Okay, dann heute auf zu Datentypen. Variablen sind wie Becher, das haben wir glaube ich schon angesprochen, das haben Sie auch im Buch schon gefunden. Darin speichern Sie was. Ich finde die Becher-Metapher gut, weil wir uns vorstellen können, in den Becher kommt der Wert rein der Variable, was wir darin aktuell speichern können. Das können wir wechseln, können wir was anderes reintun. Und auf dem Becher drauf steht sozusagen der Name, ne, wie man diese Variable nennt, unter welchem Namen man diese Variablenwert abrufen kann. Aber nicht alle Becher sind gleich. Ne? Also deswegen hier verschiedene abgebildet. Jeder Becher hat, wenn Sie so wollen, eine bestimmte Größe, wie viel reinpasst und einen Typ, was für Sachen wir dort reintun können. Dieser Typ einer Variablen, den haben wir auch schon festgelegt. Wir haben zum Beispiel hier gesagt Int, Gewicht oder String, Name, damit haben wir den Typ festgelegt der Variablen und ihr dann, das Grüne hier, einen eigenen Namen gegeben. Der Name ist das, was vorne auf dem Becher draufkommt. Der Typ legt fest, wie groß und was für eine Art von Becher es ist. Hier zum Beispiel in diese Variable Gewicht hier können wir nur ganze Zahlen reintun. Wenn wir versuchen, da 3,5 reinzutun, klappt das nicht. Da beschwert sich dann schon der Compiler, wenn wir das im Code versuchen. Genauso beim String, da kommen Zeichenketten hinein. Der Variable Name können Sie nicht den Wert 17 zuweisen. Sie könnten höchstens ihr einen String zuweisen, in dem 17 drinsteht. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Bechern, wenn Sie so möchten, elementare Datentypen, die Sie in jeder Programmiersprache wiederfinden. Das ist also eine der Sachen, egal ob Sie später mit Java oder Python oder sonst irgendwas arbeiten, Sie werden immer wieder auf diese Themen stoßen. Elementare Datentypen gibt es für drei verschiedene Arten. Elementare Datentypen, warum die so heißen, darauf komme ich gleich dann noch. Ganzzahlen ist die erste Gruppe, das sind also alles Zahlen, die keine Bruchanteile haben. Dann gibt es Fließkommazahlen, also Zahlen mit Komma, wenn Sie so möchten. Und das dritte sind diese Gruppen von Zeichen, also einzelnen Zeichen und Wahrheitswerten. Sehen wir uns mal die nach und nach an. Man sollte wissen, warum gibt es hier so viele für ganze Zahlen? Man könnte sagen, eine ganze Zahl ist doch eine ganze Zahl. Das liegt daran, dass wir versuchen, Programme effizient zu schreiben. Und wenn ich nur Zahlen von sag mal, 1 bis 100 speichern muss, dann brauche ich nicht furchtbar viel Platz, um diese Zahl, einzelne Zahl zu speichern. Und dann kann das Programm Platz sparen und auch schneller laufen, wenn wir dafür einen speziellen Größe nehmen, einen Becher nehmen sozusagen, in den nur kleine Zahlen hineinpassen. Deswegen gibt es von diesen verschiedenen, für Ganzzahlen beispielsweise, vier verschiedene Varianten, die sich eigentlich
nur darin unterscheiden, wie viel Platz sozusagen im Becher ist. Wenn Sie versuchen, einen größeren Wert hineinzustecken in eine Variable, in den Becher, geht das nicht. Dann wird sich im Allgemeinen, wenn das im Programmcode so drinsteht, schon der Compiler bei Ihnen beschweren, dass das nicht möglich ist. Sehen wir uns als erstes diese elementaren Datentypen der Ganzzahlen an. Hier haben wir 4 Stück aufgeschrieben, die sich, wie gesagt, nur in ihrer Größe unterscheiden, also in dem, was sie speichern können. Wir haben neulich über Bits und Bytes gesprochen. Sie erinnern sich vielleicht an ein Bit, ne? Eine Information kann 0 oder 1 sein. Damit kann ich nur die Zahlen 0 und 1 darstellen. Wenn ich 2 Bits habe, dann kann ich schon die Zahlen 0, 1, 2 und 3 darstellen, weil ich mit 2 Bits 4 verschiedene Kombinationen ermöglicht habe. Wenn ich noch ein Bit dazu nehme, mit 3 Bits, kann ich schon 8 verschiedene Zustände darstellen, also die Zahlen von 0 bis 7, ne? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darstellen und so weiter und so weiter. Eine typische Länge von Variablen ist in der Bitlänge ist auch wieder ein Vielfaches von 8. Die kleinste typische ganzzahlige Variable, die wir haben, sind Bytes. Und Bytes, in die passen 256 verschiedene Werte. Das ist nämlich gerade 2 hoch 8. Also 8 Bits hintereinander. Jedes davon kann 0 und 1 sein. 2 hoch 8 verschiedene Möglichkeiten. Das sind 256. Jetzt reichen Bytes nicht von 0 bis 255, sondern sie reichen von minus 128 bis 127, einfach weil wir eine Konvention haben im Rechner, sodass wir diesen Bereich immer so sozusagen um die Hälfte nach links verschieben, über die Null hinweg, damit wir negative und positive Zahlen darstellen können. Das heißt also, wir haben eine Möglichkeit, immer positive und negative Zahlen in diesen Variablen zu speichern. Ja, jetzt können Sie sich vorstellen, wenn ein Byte 8 Bits sind, dann ist das nächste, was es gibt, nennt man Short als Variablen-Typ. Das sind also alles, wenn Sie so wollen, Cousins oder enge Verwandte dieser Int, die wir schon kennen, die wir häufig verwendet haben. Shorts sind 16-Bit, das heißt also genauso viel wie 2 Bytes hintereinander. Dann haben Sie 16 Bits hintereinander, damit können Sie 2 hoch 16 verschiedene Zustände darstellen. Das ist schon eine ganze Menge, 65.536 Stück. Die werden wieder um die Hälfte nach links geschoben, in den Minusbereich. Deswegen von minus 32.768 bis plus 32.767, weil einen Platz brauchen wir für die Null ja auch noch. Und dann kommt unser Favorit, Int, den wir eigentlich meistens verwenden. Jetzt könnte man sagen, naja, in unserem Programm, da haben wir vielleicht schon gewusst, das Programm wird immer nur kleine Werte speichern, da brauche ich gar nicht so viel Platz. Warum habe ich da nicht gleich eine Short oder ein Byte genommen? Hätten wir machen können. Allerdings muss man sich bewusst sein, wenn man so eine Variable verwendet, die wenig Platz belegt, das ist schön, das Programm ist kompakt, läuft schnell, aber in der Realität merken Sie diese Unterschiede erst, wenn Sie relativ große Programme schreiben und die sehr viel Daten verarbeiten müssen. Und Sie riskieren natürlich, dass irgendwann mal vielleicht jemand Ihr Programm benutzen möchte mit einem Wert, der darüber hinausgeht. Ja, bestes Beispiel war der gute alte Jahr 2000-Bug, von dem der eine oder andere vielleicht mal gehört hat. Ja, im Jahr 2000 hatten alle Angst, dass die Rechner alle ausgehen. Warum? Weil viele Computerprogramme Jahreszahlen nur in 2 Ziffern gespeichert hatten. Ja, und von 99 auf 00 hätten dann viele Programme Mist gebaut. Aus dem Grund sind wir relativ verschwenderisch in unserem kleinen Demo-Programm und verwenden immer diese Variable int, die insgesamt also aus 4 mal 8 Bits besteht, aus 32 Bits. 2 hoch 32 ist eine ziemlich große Zahl, irgendwas mit 4 Milliarden. Die kann man dann wieder nach links verschieben um die Hälfte. Deswegen haben Sie hier von minus 2 Milliarden und ein paar zerquetschte bis plus 2 Milliarden und ein paar zerquetschte minus 1 Platz. Sollte man mal noch größere Zahlen im Integer-Bereich speichern müssen, dann kann man auch eine Long-Variable nehmen. Die hat wiederum die doppelte Länge. Sie sehen doch, die Längen verdoppeln sich immer. Es gibt also keine, die irgendwie 3 mal 8 Bits lang ist, sondern es ist immer ein Byte, also 8 Bits, dann mal 2 mal 16, wieder mal 2 ist 32, wieder mal 2 ist 64. Und dort hinein passen dann extrem große Zahlen. Da müssen Sie sich, glaube ich, über den Grenzbereich dann keinen Gedanken machen. So, das heißt also, wir haben eine Variable, in die wir eine Zahl hineintun wollen und wir müssen uns als Programmierer überlegen, wie groß werden diese Zahlen werden in der Praxis. Im Zweifelsfalle lieber etwas mehr Platz lassen, falls das Programm mal verwendet wird mit Werten, die eventuell über das hinausgehen, was man heute erwartet. Und dann wählt man eine dieser Typen dort aus. So, das waren also die Ganzzahlen.
Dann kommen wir zu den Fließkommazahlen. Wenn wir also Sachen speichern wollen, die nicht in einen ganzzahligen Wert passen, dann haben wir Floats und Doubles. Ursprünglich hießen die Fließkommazahlen einfach Float, das macht total Sinn, und die Integerzahlen einfach Int. Ja, das waren die ersten Begriffe, die die Informatiker dafür verwendet haben. Und dann hat man nach und nach entdeckt, wir brauchen vielleicht verschiedene Abstufungen mit längeren oder kürzeren Speicherbereichen. Und deswegen gibt es da diese Varianten. Float ist der klassische. Bei Fließkommazahlen haben sie immer einen Punkt als Dezimaltrennzeichen. Das macht man auch sehr gerne falsch, gerade als Deutscher. Wir verwenden ja gerne das Komma als Dezimalkomma in unserer Schreibweise. Denken Sie dran, wenn Sie Code schreiben, schreiben Sie eigentlich Englisch. Das heißt also, immer den Punkt verwenden als Dezimalpunkt. Die Genauigkeit bei Fließkommazahlen ist begrenzt. Den Wert 1/3 bekommen Sie in eine Fließkommazahl exakt nicht rein. Sie bekommen rein 0,33333333 und irgendwo Schluss. Und wenn Sie das dann mal 3 nehmen, dann kommen Sie nicht auf 1, wie es eigentlich sein sollte, sondern eben auf 0,99999. Und schon haben Sie kleine Rechenfehler. Jetzt sind aber Floats schon relativ lang. Man sieht, das sind 32 Bit. Wir haben gerade gesehen, damit kann man schon sehr viele Werte darstellen mit 32 Bit. Das waren schon 2 Milliarden verschiedene Werte. Die werden dann in einer internen speziellen Darstellung eben in Kommastellen umgerechnet, in Nachkommagenauigkeit. Und deswegen wird Ihnen in so alltäglichen, einfachen Berechnungen diese Ungenauigkeit nicht auffallen. Aber wenn Sie einen Algorithmus haben, der immer wieder Werte neu verwendet und weiter mit Ihnen rechnet und weiterrechnet, dann akkumulieren sich solche Rechenfehler sehr gerne. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Wenn Sie eine Float-Variable definieren wollen oder deklarieren wollen erst einmal, dann schreiben Sie auf den Variablennamen und schreiben davor Float. Dann ist das eine Variable, in die Sie Fließkommazahlen tun können. Wenn Sie einen Wert hineintun möchten, also zuweisen möchten, dann das Gleichheitszeichen und dann, wie gesagt, 13.99, nicht Komma. Und dahinter schreiben wir ein F. Das heißt, dann haben wir eine Float-Variable. Doubles sind der große Bruder der Float-Variablen. 64-Bit-Platz, also das heißt, ein Double belegt doppelt so viel Platz wie eine Float-Variable. Und da schreiben wir keinen Suffix, also keinen Anhängsel hier hinter. Mit anderen Worten, wenn Sie einfach nur 3,1 oder 3.1 schreiben, was man ja wahrscheinlich macht, weil man an das F nicht denkt, dann ist das per se eine Konstante, die eine Double-Präzision verwendet. Warum? Weil die Programmierer, die Entwickler der Programmiersprache gesagt haben, im Zweifelsfall ist es wahrscheinlich besser, ein bisschen mehr Platz zu belegen, aber dafür die bestmögliche Genauigkeit zu haben, wenn du mit Nachkommastellen rechnest. Also selbst in der Float-Darstellung, die 32-Bit, die reichen aber schon von irgendwie 1,4 mal 10 hoch minus 45 bis irgendwie 3,4 mal 10 hoch 38. Also das ist schon ganz schön viel. Und bei Double sind wir dann in dreistelligen Exponenten. Ja, es geht also bis irgendwie 10 hoch 308 oder so. Das heißt also, auch der Bereich der Zahlen, die damit dargestellt werden können, wird nochmal viel größer als bei den ganzzahligen Darstellungen. Wir können eben auch Brüche darstellen. Aber man muss immer dran denken, wenn man es wirklich nur mit einem Problem zu tun hat, das immer ganzzahlige Lösungen hat und in dem nur mit ganzen Zahlen gerechnet hat, ist es viel besser, Integers zu verwenden, weil da diese Rechen- und Rundungsfehler nicht auftreten können. Okay, und hier wäre auch ein typisches Beispiel, eine Double-Konstante wie 3,1 würde per se nicht in eine Float-Variable hineinpassen, ne, weil die Float-Variable nur 32-Bit Platz hat und die Double-Variable mit 64-Bit-Genauigkeit gespeichert ist. Dann kommen wir zu der dritten Gruppe. Jetzt können wir Zahlen schon in verschiedensten weiten Varianten darstellen, mit oder ohne Nachkommastellen, in verschiedenen Genauigkeiten oder Wertebereichen. Jetzt müssten wir noch irgendwie Zeichen darstellen können. Das wäre natürlich super. Dafür gibt es zunächst einmal die den Character-Datentyp oder Char, wie wir gerne sagen, und dann Boolean für Wahrheitswerte. Die sind so ein bisschen die Oddballs in dieser Sammlung, die nicht in die anderen hineinpassen. Schauen wir uns erstmal an, was der Char-Datentyp kann. Der wurde klassisch entwickelt, um einen Buchstaben zu speichern, also ein Zeichen, ein einzelnes Zeichen. Früher, ja, als Rechner noch mit Kohle betrieben wurden sozusagen, da waren alle Zeichen, die man brauchte, irgendwie nur so der typische amerikanische Zeichensatz. Ne? Da gab es keine Umlaute wie in der deutschen Sprache, geschweige denn irgendwie kyrillische oder anderssprachige Schriftzeichen. Da hat man einfach nur gesagt, naja, das Alphabet, ein paar
Die Ziffern müssen noch dargestellt werden, ein paar Sonderzeichen. Da reichen locker 7-Bit. Und dann hat man gesagt, naja, 7-Bit ist blöd, das eine 8-Bit, das kann ich sowieso nicht für nichts gebrauchen. Also hat man typischerweise Char dann früher mit 8-Bit-Genauigkeit dargestellt. Nun ist inzwischen auch in den USA angekommen, dass Computer auch woanders verwendet werden und man deswegen mehr verschiedene Zeichen darstellen können muss. Und deswegen verwendet man heutzutage eben für Char-Variablen tatsächlich einen 16-Bit-Wert. Deswegen können Sie da drin 65.000 verschiedene Zeichen darstellen. Und das reicht so für alle Sprachen in der Welt, die es gibt, um irgendwie etwas darzustellen. Da gibt es dann so verschiedene Codesysteme, die dann in der Lage sind, auch Umlaute, Sonderzeichen etc. Darzustellen. In Wirklichkeit allerdings speichert der Computer, und das ist irgendwie ein kleiner Denkfehler, den man gerne am Anfang macht, der Computer speichert nicht wirklich den Buchstaben, der speichert nicht wirklich ein A, sondern er kann ja nur Zahlen speichern, er kann nur Bits speichern. Und diese Bits stellen auch Zahlen dar. Das heißt, der Computer hat irgendwo gespeichert, in seinem Betriebssystem, eine Liste, die sagt, ein A, das ist die Zahl 65 und das B ist die 66 und das C ist die 67 und so weiter und so fort. Und wenn wir dann sagen, bitte tu doch bitte in die Variable Zeichen, die ich hier deklariert habe als Char, ein A hinein, beachten Sie die Apostrophzeichen hier, das heißt also ein einzelnes Zeichen wird mit Single Quotes, mit Apostrophs eingefasst, nicht mit Anführungszeichen, sonst haben Sie einen String. Also viele Zeichen ist anders als ein Zeichen. Also ich tue ein A in diese Variable Zeichen hinein. Was dann wirklich passiert ist, wenn ich in die Variable reinschauen würde, da drin liegt tatsächlich der Wert 65. Das heißt, diese beiden Zeilen hier, ich könnte der Variable Char auch direkt den Wert 65 zuweisen. Das ist tatsächlich das Gleiche. In der Variable steht in beiden Fällen die Zahl 65. Nur weil sie eine Char, also eine Character-Variable ist, wissen wir als Programmierer, dass wir den Wert, der da drin steht, als Zeichen interpretieren können. Und man kann ihn zum Beispiel auf der Konsole ausgeben. Sie können sogar mit Char-Werten rechnen. Ja, Sie können also sagen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, rechne mal Char gleich Char plus 1, dann stünde da anschließend ein B drin. Ja, also sowas ist möglich. Wir haben ein kleines Demo-Programm dafür, das können wir mal kurz zeigen. Das illustriert nur, was hier passiert. Schiebe ich mal kurz rüber. Am besten mal so. So, und sind wir hier in einem Ordner. Ich schaue mal gerade rein, was da so alles drin ist in dem Ordner. Da sehen wir ein Programm Chartest Java. Ich gebe das mal kurz auf der Konsole aus, dann können Sie sich das mal angucken, was das macht. Nur mal so, das sind nicht viele Zeilen. Das ist das Programm, das habe ich im Editor, Texteditor hier geschrieben. Nennt sich also Chartest, das Programm, ne? Die Klasse hier. Hier ist die Main-Methode, da wissen Sie als alter Java-Hase inzwischen, da geht's los. Und was macht die? Die weist einer Zahl 65 zu und dann geben wir diesen Wert, das ist eine Character-Variable, System-Out-Printline, aus. Ne? Char-Variable Zeichen 65 ist und dann geben wir die Zahl hier aus. Und dann machen wir das Neues, dann schreiben wir in die Variable Char den Buchstaben A und geben wieder diesen Wert der Variable aus. Ne? Hier haben wir die Variable dann Zeichen genannt. Und dann geben wir die hier aus. Aber beachten Sie, sowohl die Variable Zahl, die wir hier definiert haben, ist eine Char-Variable, als auch Zeichen ist eine Char-Variable. Also beide sind Variablen vom Typ Character, einzelnes Zeichen. Was wird wohl rauskommen? Was meinen Sie, steht da so? Können Sie auch mal so die Hand heben? Was sollten wir dann auf der Konsole sehen? Eine Idee? Ja, ich weiß, es ist irgendwie 18.52 Uhr oder so. Gummibärchen? Okay, finde ich immer super, wenn sich keiner meldet, weil dann kann ich Leute dran nehmen. Das ist immer klasse. Dann nehme ich immer die Leute, die nicht in der ersten Reihe sitzen, weil die wissen das meistens, das ist langweilig. Dann nehme ich jemanden zum Beispiel wie Sie in der dritten Reihe. Genau. 1, 2, 3, ja genau, Sie sind es nicht, sondern die Dame vor Ihnen. Jetzt dürfen Sie mal raten, was kommt raus? Was steht da gleich, wenn das Programm läuft auf der Konsole? Ja, Sie dürfen sich absprechen, also es kann auch ein Gemeinschaftsprojekt sein. Was ist der Mehrheitsentscheid?
Genau. Die Aussage ist, char ist a müsste da stehen und das Ganze müsste da zweimal stehen. Also wir würden zweimal die gleiche Ausgabe erwarten. Ne? Also char-Variable Zeichen 65 ist a und dann char-Variable a ist, müsste auch wieder a stehen. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ist noch nicht verdient, die Gummibärchen. Führe ich das Programm mal aus. Java, char-Test, ich glaube, übersetzt ist es schon, meine ich. Oder, ah, nee, ist noch nicht übersetzt. Ne? Oh, ich muss kompilieren erst. Ha. Java C. Char-Test, stimmt, war ja gar kein Class-File im Verzeichnis. So, jetzt haben wir im Verzeichnis hier Chartest Class. Es ist neu entstanden neben dem Chartest Java Programm. Und jetzt führen wir das mal aus. Na, komm schon. Java. Ist ein bisschen schwierig mit dem Tippen hier. Chartest. Wahnsinn! Da steht A zweimal. Die haben gewonnen. Okay, so. Gummibärchen fliegen, einmal, ja, ja, jetzt klauen, ne? Erst nicht melden und dann Gummibärchen klauen. Und weil das ja ein offensichtlich ein Gruppenprojekt war, dann für Sie auch nochmal, oh, ich habe den Tisch getroffen, Wahnsinn, und nochmal. Ja, ich werde immer besser. Okay, super, so, machen wir weiter. Also, das waren die Characters. Jetzt kommen wir noch zu den Wahrheitswerten. Sie deswegen sagen, wieso muss ich Wahrheitswerte speichern, was ist das denn wieder? Ein komisches Konzept. Naja, Sie haben ja schon, Sie erinnern sich bei der if-Abfrage, ne, bei so einer if-Abfrage können wir sagen, if Alter größer 65, sag ich mal, sowas. Und angenommen, Sie haben ein Programm, da müssen Sie irgendwie bestimmen, ob jemand jetzt schon einen Rentenantrag schreiben darf oder nicht. Und dann schreiben Sie immer if Alter größer 65, if Alter größer 65 und so weiter. Das ist vielleicht nicht so elegant. Dann haben Sie, wenn sich irgendwann das Alter ändert, dann haben Sie es an vielen Stellen stehen. Vielleicht wollen Sie diese Abfrage einfach nur einmal machen und dann wollen Sie wissen, was kam denn raus? Ist das Alter größer 65 oder nicht? Und wenn ja, dann wollen Sie, haben Sie eine Variable, die heißt, sagen wir mal, kann Rentenantrag stellen. Und die Variable wollen Sie jetzt auf wahr oder falsch setzen. Kann er denn einen stellen oder nicht? Und genau dafür sind boolesche Variablen da, die speichern das Ergebnis von einem Test, also eine Aussage. Stimmt oder stimmt nicht? Wahr oder falsch? Wie legt man das ab? Auch wieder nur einfach 0 oder 1, ja, benannt sind diese boolschen Variablen nach George Boole. Das war ein Mathematiker des 19. Jahrhunderts, der diese boolsche Aussagenlogik entwickelt hat, auf der unglaublich viel basiert, was wir eigentlich in der Informatik und in Algorithmen machen. Bei if-Verzweigungen kommt das vor. Wo kommen solche Tests noch vor, außer bei if-Verzweigungen? Haben Sie schon gesehen? Wo testen wir noch auf eine, ob eine Bedingung erfüllt ist oder nicht? Ja, bitte? In Wildschleifen. Okay, Sie sitzen eindeutig hinter dem Gummibärchen-Range, aber das geben bestimmt die Kollegen weiter. Oh, Wahnsinn. Die Dinger haben eine super Aerodynamik, finde ich. Super. Okay. Genau, bei Schleifen passiert das auch bei Wildschleifen. Da sagen wir, while x kleiner 7 oder so, do, und dann machen wir irgendwas und dann erhöhen wir x um 1 und gucken dann wieder, ist x denn immer noch kleiner 7, etc., etc., bis wir irgendwann mal fertig sind. Gut, das sind also Wahrheitswerte, die können also true oder false speichern, also wahr oder falsch, und deswegen schreiben wir in diese Variablen immer nur true oder false als Wert rein und testen dann auch nur auf diese Werte. Okay, das sind elementare Datentypen in diesen drei Varianten. Jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn einschalten, nicht nur die, die es schon gemeldet haben. Jetzt dürfen Sie nämlich Compiler spielen. Und zwar haben wir jetzt eine Liste von 8 Programmzeilen. Und Sie sollten jetzt auf Slido, können Sie wieder einen Rechner oder Smartphone oder Tablet oder so rausholen, uns einfach nur sagen, welche dieser Programmzeilen haben denn ein Problem. Ja, also können Sie schreiben irgendwie 1 läuft, 2 das und das stimmt nicht, 3 funktioniert, 4 das und das Problem. Wir warten mal, geben Ihnen ein paar Minuten Zeit, sich das mal anzuschauen. Ist nicht ganz so trivial hier, aber Sie kriegen das bestimmt hin. Überlegen sich für jede Programmzeile, könnte man das so hinschreiben? Das sind jetzt nicht unbedingt immer super sinnvolle Sachen, die wir hier machen. Wir wollen nur wissen, würde der Compiler meckern oder nicht? Okay? Schreiben Sie so auf, 1, okay, 2, Problem so und so, 3, okay, wie auch immer. Was Sie meinen.
Sie dürfen gerne mit Ihrem Nachbarn darüber reden und zu zweit eine Lösung abschicken. Wenn Sie sich als Gruppe zu erkennen geben, ja, kann ich mir noch leisten, 2 Tütchen. Denken Sie unter anderem daran, was für Arten von Werten wir in welcher Variablen-Type speichern können und welche dann nicht reingehen. Und denken Sie auch an die richtige Schreibweisen für Variablen, für Werte, für Anweisungen im Allgemeinen in Java. Okay, wir haben schon einige hilfreiche Antworten hier. Wir haben also so Sachen 5, 7 und 8 würde gehen, steht hier. Das sehen wir auch so. Und bei Zeile 3 fehlt zum Beispiel ein Semikolon, richtig. Zeile 4 ist ein String, genau. Da stimmt also auch was nicht. Float ohne F geschrieben, genau, das ist auch ein Problem. Die erste Zeile, da haben wir natürlich das Problem, dass wir da eine Dezimalzahl versuchen, in eine Integer-Variable zu tun. Super, alles klar. Wir haben auszuzeichnen, Ben! Ben hat gewonnen. Ben hat eindeutig gewonnen. Da kamen nämlich extrem früh richtige Antworten. Mal kurz die Hand hoch, wie weit muss ich werfen? Ach, du Scheiße. Okay, gut. Okay, ja, das müssen Sie durchgehen, glaube ich. Da hinten, ne? Ganz grob so. Schauen wir uns so. Oh Gott, oh Gott. Okay, und weiter. Super, passt, alles klar. Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hier sind die Auflösungen dazu. Haben viele von Ihnen auch absolut richtig bemerkt. Das erste hat ein Problem, weil wir versuchen, in der Integer-Variable einen Fließkomma-Wert zu tun. Im Deutschen sagen wir Fließkomma-Variable dazu, im Englischen halt Float-Variables oder sowas. Floating Point. Das geht nicht. Das zweite hat auch ein Problem, haben wir auch markiert. Der ist ein bisschen subtiler. Ja? Der hätte Ihnen sehr einfach selbst passieren können. Sie haben eine Float-Variable, schon super stolz, boah, habe ich richtig gemacht und so. Und dann tun Sie einen Float-Wert rein, vergessen aber das F dahinter zu schreiben. Der Compiler nimmt an, dass Sie die höhere Präzision verwenden wollen von Double, eben Double Precision. Ne? Und das funktioniert nicht. Ja, weil wenn Sie den Wert, wenn Sie das F da nicht hinschreiben, dann passt eine Double-Wert nicht in die Float-Variable rein, weil der Becher zu klein ist. In den Becher passen nur 32-Bit, der Double-Wert wird mit 64-Bit gespeichert, klappt nicht. Das nächste hatte einfach nur am Ende kein Semikolon. Ansonsten, okay, long ist ein Integer-Form, also eine Ganzzahl-Variable und das hier ist eine absolut überschaubare Größe, das passt ganz sicherlich. Ja, das hier ist auch eine schöne Falle, ne? Boolean ist wahr, alles soweit gut, aber wenn wir das true, die Anführungszeichen drumherum machen, ist natürlich blöd, dann ist es ein String, ne? Und kein boolscher Wahrheitswert mehr. Dieses true und false sind ein bisschen seltsam, ne? Das sind konstante Ausdrücke, die definiert sind, die fest definiert sind, die können also auch keine Variable true nennen oder so und die müssen eben genauso auch heißen und hingeschrieben werden. Int a gleich 10 läuft zur Abwechslung mal durch, da passiert nichts, ist klar, ist ein Integer-Wert, ist ein Integer-Variable, alles gut, nicht zu groß. Jetzt versuchen wir in b den Wert von a reinzutun. Ne? Das klappt nicht, wir versuchen in b den Becher, der ist nur ein Byte groß, a hineinzutun. Jetzt werden die Schlaumeier und ihnen sagen, ja wieso, wo ist das Problem? A enthält doch nur den Wert 10 und den kann ich doch auch problemlos eigentlich in einer Byte-Variable darstellen. Ja? Bytes gingen von minus 128 bis plus 127. Das ist aber für den Compiler nicht interessant, weil wenn Sie diesen Ausdruck irgendwo in Ihrem Code schreiben, und das ist eine ganz wichtige Nachdenkgeschichte, wenn Sie diesen Code irgendwo in Ihrem Code hinschreiben, diese Zeile, an der Stelle, vielleicht haben Sie davor die Zeile, der Benutzer soll einen Wert für A eintippen. Ja? Das heißt, wenn das Programm übersetzt wird, kann der Compiler noch gar nicht wissen, welcher Wert genau in A steht. Ja? Also hier haben wir natürlich direkt in der Zeile davor gesagt, A ist gleich 10. Aber ich hätte davor ja auch schreiben können,
Benutzer gibt den Wert A ein. Oder ich berechne den aus irgendwas, was eingegeben wird oder von einer Datei gelesen wird oder sonst was. Das heißt, damit der Compiler entscheiden kann, ist der Code safe, also läuft der sicher durch oder gibt er irgendwann Probleme. Also unter uns, der Compiler ist ein Weichei. Ja? Im Zweifelsfall sagt er lieber, nee, wer weiß, A ist ja eine Integer-Variable, da passen ja Sachen rein bis so und so viel, deutlich mehr als Byte. Und wenn in A jetzt irgendwann zur Laufzeit, wie wir sagen, wenn das Programm also tatsächlich unterwegs ist, Benutzer geben Sachen ein oder so, werden Sachen berechnet, Sensorwerte gemessen, wie auch immer, dann könnte es sein, dass in A was steht, was zu groß ist, was dann in die Byte-Variable nicht mehr reinpasst. Er guckt also gar nicht, ob die Zeile darüber das Problem eigentlich löst und das Ganze total harmlos macht, sondern er sagt, nee, das könnte auch was anderes sein, ich bin mir nicht sicher, und dann in dem Falle fliegt das raus. Das heißt, der Compiler wird schon sagen, das lasse ich nicht zu. Denn hier müsste ich eventuell ja, die Hälfte der Bits wegschneiden, abschneiden und wegschmeißen. Das kann ich nicht. Kann ich nicht sicher machen. Und deswegen wird dieses Programm gar nicht erst übersetzen. Das ist ungewöhnlich und da fällt man gern drauf rein, weil man mit normalem Verstand, wenn man weiß, was das Programm ja macht und welche Daten vorhanden sind, falls man das weiß, dann könnte man ja sagen, das ist ja kein Problem. Die umgekehrte Richtung allerdings, interessanterweise, geht. Eigentlich auch verständlich. Ja? Denken Sie, Sie sind Compiler, Sie haben eine Byte-Variable, in der könnte alles Mögliche drinstehen, aber nicht mehr als 128, 127, ne, dieser Range. Und dann tun Sie das in eine Int-Variable. So, kein Problem. Passt in jedem Fall. Egal, welchen Wert C dann zur Laufzeit hat, weil irgendwelche Werte eingelesen wurden oder so, es wird immer, weil es nur eine Byte-Variable ist, das, was da drin steht, immer in eine Integer-Variable passen, weil die ist ja größer. Okay? Also so denkt der Compiler. Und so müssen Sie auch ein Stück weit verstehen, wenn Sie Compiler-Fehlermeldung bekommen, weshalb das halt nicht geht. Wir kommen später zu einer Variante, in der Sie den Compiler überzeugen können, dass Sie das wirklich ernst meinen. Weil Sie als Programmierer aufgrund Ihres Codes, zum Beispiel in dem vorliegenden Code, ja wissen, dass es in diesem Fall kein Problem geben wird, weil in A ja 10 drinsteht, in der Zeile drüber ist das gerade passiert. Dann können Sie das erreichen, dass das trotzdem geht. Das nennt man Typecasting, Typumwandlung, aber das ist ein Thema, was später im Buch behandelt wird. Da sagt man dem Compiler, schmeiß den Rest weg, der darüber steht. Ich bin ganz sicher als Entwickler, da sind nur Nullen drin, du machst nichts kaputt. Die umgekehrte Umwandlung, wie gesagt, ist kein Problem. Dann sagt er einfach, okay, C ist 10 im Typ Byte, da mache ich jetzt einen Integer-Wert draus, belege mehr Bits, also dann halt 32 oder 16, wie auch immer, wie lang es gerade ist, und tue es dann in die Variable rein. Okay, so, ganz kurz auch noch was zu Namen für Variablen. Was können wir verwenden? Also, das erste da, ne, Artikel, gar kein Problem, die String-Variable Artikel passt so. Wir können auch eine Variable mit einem Unterstrich anfangen, das ist auch in Ordnung. Wir können Buchstaben in Variablen verwenden, allerdings nicht am Anfang. Ja, muss man aufpassen. Wir können sogar Dollarzeichen verwenden, auch das geht. Das heißt also, ein paar Zeichen sind erlaubt, natürlich Buchstaben, auch Zahlen, der Unterstrich auch. Wobei wir eigentlich heutzutage den Unterstrich in Java eher vermeiden, weil er hässlich zu lesen ist und so. Wir nehmen eigentlich üblicherweise eher dieses Camel Casing, also diese Großbuchstaben am Beginn jedes neuen Worts, ne, über das wir schon mal gesprochen haben. Sie erinnern sich an das Kamel auf der Folie. Auch das Dollarzeichen ist erlaubt, das geht also. Sie müssen allerdings am Anfang immer einen Buchstaben haben, einen Unterstrich oder ein Dollarzeichen. Ne? Das heißt also, eine Zahl am Anfang würde nicht funktionieren. Und dann, wie ich eben schon bei True und False gesagt habe, gibt es natürlich einen ganzen kleinen Sack voll Schlüsselworte, wie wir das nennen, Keywords der Programmiersprache, die Sie nicht verwenden können als Variablen, Namen. Sie können zum Beispiel keine Variable while nennen, weil while ist ein festgesetzter Begriff in der Programmiersprache. Diesen Variablennamen darf man nicht verwenden. Das heißt, alle die Worte, die Sie sozusagen lernen als Vokabeln, um Java zu sprechen, wenn Sie wollen, die sind sogenannte reservierte Wörter, reserved words, und die können Sie nicht verwenden als Namen von Variablen. Dazu gehören auch alle Datentypen, ne? Also Int oder String oder sowas, auch das ist nicht verwendbar. So, und schon wieder müssen Sie Ihr Gehirn anstrengen, denn wir hätten gerne die Antwort von Ihnen, welche Probleme, falls überhaupt,
in diesem Stückchen Code auftauchen könnten. Schreiben Sie mal alle Probleme, die Sie in diesem Stück Code finden. Also Sie spielen jetzt Compiler. Wie gesagt, das Programm macht nichts Sinnvolles. Ne? Wir weisen nur Werte zu Variablen zu. Wir deklarieren Variablen hier, String-Variablen und eine Short-Variable, also eine ganzzahlige Variable. Weisen den Werte zu. Nichts Aufregendes. Eigentlich müsste man das so in den Compiler stecken können. Und wenn kein Fehler drin ist, dann müsste es sich übersetzen lassen. Es macht nur nichts Sinnvolles. Aber vielleicht, wenn wir gleich sehen, finden wir ja Probleme. Ja, komm mal auf. Ist einfach, glaube ich, wenn du raufkommst. Ah ja, okay. Also die 2 ist nicht zulässig, hat da jemand geschrieben. Auch sehr schnell geschrieben, okay. Leider anonym. Dann haben wir hier Zahl am Anfang funktioniert nicht. Genau, das ist richtig. Das ist von Guanlun. Das ist schon mal super. Ben wenige Sekunden später auch geschrieben, darf nicht mit Zahl beginnen, aber ein bisschen spät und hat ja auch schon Gummibärchen. Dann haben wir hier String fängt mit Zahl an. Richtig, genau. Das ist also nicht möglich. Hat Max Deal geschrieben. Yuki, erstes Zeichen muss Buchstabe sein. 2 Artikel geht nicht. Und hier hat Yuki hat auch noch gemerkt, Super und Import, das kann man nicht als Name verwenden, weil die reserviert sind. Auch das ist richtig. Kommen weitere Antworten hier. Super, sieht gut aus. Also ich glaube, ist allgemein klar geworden. Ich würde sagen, der Preis geht an Yuki für diese komplette Antwort. Ah, super, alles klar, das schaffe ich noch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super. Alles klar. Das heißt also, hier haben wir die Probleme, ne? 2 Artikel ist ein Problem, weil das mit der Zahl anfängt. Super, darf man nicht vergessen, Super ist ja genauso definiert als Überklasse, ist das ein fest reservierter Begriff. Und auch Import ist ein reservierter Begriff, deswegen kann man die Variable nicht so nennen. Der Wert 20.000 da drin zu speichern, wäre kein Problem, weil es eine 16-Bit-Variable ist, also reicht bis 32.767. Im Englischen werden diese Einzelbegriffe auch Literals genannt, falls Sie da mal drüber stolpern. Ein Literal sind also so festgelegte Sachen, die schon beim Kompilieren fest definiert werden, wie zum Beispiel diese 20.000 hier. So, das war jetzt nicht schwer. Wir wissen jetzt, wie elementare Datentypenvariablen funktionieren, wie man die anlegt, wie man den Werte zuweist, auch wie der Wert da drin gespeichert wird in der Variable, nämlich als eigentlich einfach eine Kette von Bits. Wie viele Bits, das kommt dann darauf an, wie viel reinpassen soll. Soweit klar. Das haben wir also alles gecheckt. Wir haben letztens in der Woche auch gesehen, wie aus einer Klasse ein Objekt erzeugt wird. Sie erinnern sich an diese Flugzeugbeispiele. Aber was passiert da eigentlich in der Java Virtual Machine, in der Ausführung, wenn so ein Objekt angelegt wird? Was ist da eigentlich los? Wo werden die Objekte gespeichert? Wo stehen die? Und wie können wir darauf zugreifen? Wir wollen Ihnen so ein bisschen jetzt mal die Tür aufmachen und reinschauen in den Rechner und uns überlegen, okay, was macht eigentlich unser Java-Programm zur Laufzeit? Darum geht es hier also. Das Erste, ne, wir haben hier diesen Beispielcode hatten wir, ne, jetzt haben wir mal Boote genommen, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Class Boat ist irgendwie ein Boot-Code, da wird jetzt irgendeine Klasse definiert. Das haben wir jetzt hier nicht ausgeführt. Ja. Hat irgendwelche Instanzvariablen, was auch immer, ist egal. Und irgendwo würde man dann zum Beispiel so ein Boot dann anlegen, das heißt dann so und so, wird erst deklariert und dann wird es halt mit new initialisiert. Das haben wir schon mal gesehen. Da fragen wir uns also, was passiert da eigentlich? Sehen wir uns das mal an. Also zunächst einmal hier eine Klasse Boot definiert. Ja, hier habe ich die Klasse Boot mal ein bisschen ausgerollt. Anzahl Masten und Länge sind jetzt 2 Instanzvariablen. Ja, also ein Ort, an dem Variablen verwendet werden, sind als Instanzvariablen, die zu einem Objekt gehören, die jedes Objekt dann hat als Bestandteile. Die Klasse Boot hat auch eine Funktion, also eine Methode, die heißt ablegen. Wenn das Boot ablegt, dann gibt es aus irgendwie los, ja, leinenlos oder irgendwie sowas. Und irgendwo in Java könnten wir jetzt eine Bootsvariable definieren, die heißt vielleicht Voyage oder so. Und das soll ein neues Boot sein. Was passiert jetzt? Zunächst einmal, wenn Sie das hier hinschreiben, das ist erstmal nur die Klassendefinition.
da das nicht die Main-Methode ist, wird dieser Code am Anfang ja nicht irgendwie ausgeführt oder so. Der ist nur kompiliert, der kann aufgerufen werden, wenn irgendjemand mal was von einem Boten möchte. Das heißt, hier passiert noch nichts. Irgendwo in Java, hoffentlich in einer Main-Methode, in der Sie irgendwo den Programmcode starten, wird dann dieses Boot angelegt. Und das ist das erste Mal, dass was passiert. Wir haben hier also erstmal gesagt, ich hätte gerne eine Variable, die heißt Voyage, das schreibe ich auf dem Becher und der Typ des Bechers, den ich nehme, ist vom Typ Boot. Genau wie bei den Integer-Variablen ist das eine Variable von einem bestimmten Typ. Aber der Typ dieser Variable ist jetzt ein Objekttyp, kein elementarer. Und das erklärt jetzt, warum ich vielleicht bisher von elementaren Typen gesprochen habe. Die elementaren Typen haben alle nichts mit Objektorientierung zu tun. Da schreiben Sie den Namen der Variable auf den Becher und Sie tun den Wert direkt rein. Ja, der Wert passt nämlich in den Becher hinein, weil wir immer wissen, wie groß er maximal sein können. Wir haben auch gesehen, dass das ganz schön fummelig ist. Ich muss immer vorher schon wissen, wie groß ist denn die Zahl, die ich da speichern will und so. Deswegen gibt es eben auch Objekttypen. Und bei Objekttypen läuft das anders. Ein Objekt ist ja deutlich größer als so eine einzelne Zahl oder sowas. Und deswegen wird in dem Becher nicht der Wert der Variablen direkt gespeichert, denn die Variable Boot, die enthält ja jetzt eine Integerzahl von Masten, eine Float für die Länge. Ich hätte ja auch noch weitere Instanzvariablen haben können. Also ich müsste ja dann Becher aller möglichen Größe vorsehen. Das macht man nicht. Sondern stattdessen wird in einem eigenen Speicherbereich, den wir Heap nennen, also Haufen, das ist ein Speicherbereich Ihres Programms, wenn es läuft, dort wird diese Datenstruktur angelegt. Da wird also Platz reserviert für eine Integer-Variable mit den für die Anzahl Masten, eine Float-Variable für die Speicherung der Länge des Bootes. Und Sie wissen schon, ne, eine Integer-Variable sind so und so viel Bit, das heißt, da wissen Sie schon, so und so viele Speicherzellen sind belegt. Eine Float-Variable hat auch eine feste Länge, da wissen Sie es auch schon, ne, 32 Bit zum Beispiel, so und so viele Bits sind dann belegt im Speicher. Das ist aber irgendwo im Speicher. Es ist blöd, wenn man es irgendwo hinspeichert und dann direkt vergisst, wo es war. Deswegen tun wir in die Variable, also in unseren Zahnputzbecher, eine Adresse rein. Wir haben das hier so als Fernbedienung dargestellt. Ja, mit dem Wert, der hier drin steht, den man auch Pointer nennt, können wir auf die Stelle im Speicher verweisen, wo diese Daten gespeichert sind, also wo unsere Anzahl Masten und Länge und so für dieses Boot stehen sollen. Das ist ein fundamentales Konzept der Objektorientierung. Das muss man auf jeden Fall begriffen haben, weil sonst kommt man mit ganz vielen Sachen, die bei Objekten passieren, überhaupt nicht klar. In dem Boot also, wenn Sie da jetzt reinzoomen würden, hier in das, was hier in dem Boot drin ist, da würden Sie drin finden, aha, Platz für eine Int-Variable, Platz für die Float-Variable. Und das wiederum, wenn wir jetzt noch technischer sein wollen, könnten Sie sich vorstellen als, wenn das jetzt unser Speicher ist, ne? Hat schon mal jemand irgendwo in einen Rechner RAM reingesteckt, Speicherriegel reingesteckt? Ah, super, ein Mensch schon mal, na klar, Ben, logisch. Wenn Sie so kleine RAM-Riegel haben, ne, wenn Sie kaufen können, dann kann man seinen Speicher erweitern. Ne? Da drin ist letztlich ja nichts anderes als eine Reihe von Speicherzellen, die Sie benutzen können dann. Ne? Und die Ihr Programm auch benutzt zur Laufzeit. Das heißt, da reserviert Ihnen dann Ihr Betriebssystem, Windows oder was immer Sie haben, dann für dieses Programm einen Block von Speicher und da drin treibt sich Ihr Programm rum und darin legt es irgendwo in einem Heap, wie sich das nennt, dann in diesem Speicherbereich sein Zeug ab. Das heißt, also letztlich haben Sie nur jede Menge Bits hintereinander in Gruppen zu 8 zusammengeschlossen zu einem Byte. Deswegen reden wir auch immer davon, mein Rechner hat so und so viele Gigabyte RAM. Ja, das sind einfach nur eben eine Vielzahl von Bytes an Speicherplatz. Das heißt, wenn das Programm läuft und dieses Objekt erzeugt wird, in dem Moment wird irgendwo im Speicher, die genaue Adresse ist natürlich total davon abhängig, wie viele andere Programme Sie gerade laufen haben und wo das Programm gerade seinen Platz zugewiesen bekommen hat vom Betriebssystem, aber irgendwo wird dieser Wert abgelegt, wird Platz reserviert für eine Int-Variable. Wir haben gesagt, Int-Variable, das sind 4 Byte, ne, ist richtig, die Float-Variable auch, ne, hier 4 Byte, deswegen haben wir hier Platz abgelegt. Nee, stimmt glaube ich gar nicht, es sind nur die 2, ne? Doch, sind 4 Byte, Entschuldigung, alles klar, ja, ist richtig. 32 Bit, Ints und Floats jeweils 4 Byte. Das heißt, der Platz hier ist reserviert und ist sozusagen getaggt, wenn Sie wollen. Also diese erste Speicheradresse hier im Speicher, da wissen wir, da ist das erste Byte gespeichert von unserer Anzahl Masten.
Und das ist ein Teil dieses Bootobjektes hier. Das heißt, wenn ich mit dem Boot, wenn ich in die Variable reinschaue, die Voyage heißt, da drin steht ein Zeiger auf eine Speicheradresse, die letztlich diese da oben ist. Die zeigt auf dieses erste gelbe Byte, wo ich weiß, aha, da ist meine erste Instanzvariable gespeichert. Ich weiß dann auch, wie lang die ist und deswegen weiß ich auch, wo meine zweite losgeht, die dann die Float-Variable ist, in der die Länge des Boots gespeichert ist. Okay, das ist wichtig als mentales Modell dessen, was passiert, wenn Sie ein Programm ausführen, im Hinterkopf zu behalten. Objekte sind also eigentlich einfach so Klumpen irgendwo im Heap, einem speziellen Speicherbereich Ihres Programms, und der Klumpen ist halt je größer, umso größer, je mehr Instanzvariablen, und umso größere Instanzvariablen Sie dort speichern wollen. Deswegen sprechen wir auch von sogenannten Referenztypen. Das heißt also, wenn Sie diesen Code haben, dann entstehen an dieser Stelle ein Boot, ne, das hier angelegt wird, Albatros heißt das, mit New Boot. Der New-Befehl ist tatsächlich derjenige, der diesen Speicher anlegt, von dem ich gerade sprach. Und wenn Sie das ein zweites Boot definieren und das auch anlegen als New Boot, dann haben Sie das zweimal. Das heißt, es gibt jetzt zwei Variablen mit unterschiedlichen Namen, auf die Sie in Ihrem Programm zugreifen können. Und die Fernbedienung sozusagen in Ihrem Zahnputzbecher ist schon eingestellt auf den Speicherbereich, an dem das jeweilige Objekt abgelegt wird. Und wichtig ist zu verstehen, obwohl das jetzt zwei Objekte sind der gleichen Klasse, können Sie, wie man hier deutlich sieht, für jedes Objekt, weil es ja in einem unterschiedlichen Bereich im Speicher steht, eigene Werte für die Instanzvariablen definieren. Deswegen waren wir in der letzten Vorlesung zum Beispiel mehrere Flugzeuge zu erzeugen von der Klasse Flugzeug, und jedes Objekt, das wir erzeugt haben, hat eine andere Spannweite oder Höchstgeschwindigkeit oder sowas mitbekommen oder Anzahl Passagiere. Das heißt, insbesondere in der Variable hier, da stecken nicht die Werte drin von unserem Albatros hier, sondern nur der Zeiger, wo diese Werte abgelegt sind. Ich sage jetzt Zeiger und Pointer, ich bitte aber die technisch Versierten direkt zu akzeptieren, dass Java uns kein explizites Rummauscheln mit diesen Zeigern oder Pointern erlaubt. Es gibt andere Programmiersprachen, vor allen Dingen ältere Programmiersprachen, die das zulassen, aber Java lässt das nicht zu, aus dem Grund, weil wenn man mit Zeigern, also mit diesen Adressen eigentlich im Speicher, irgendwelche Fehler macht, dann kann man wunderbare Probleme sich erzeugen und das Programme schreiben, die sich extrem seltsam verhalten und teilweise eben auch sicherheitskritische Probleme haben, weil sie auf Bereiche im Speicher zugreifen, auf die sie gar nicht zugreifen dürfen zum Beispiel. Deswegen werden wir nie bei Java, werden Sie nie diesen Zeigerwert, diese Adresse, an der Ihr Objekt tatsächlich, den werden Sie nie sehen. Also da wird nie eine Zahl ausgegeben, die Sie jetzt unbedingt irgendwie deuten müssen oder so. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass das ist, was passiert. Also die Bits für den Referenzwert, das heißt also diese Speicheradresse, wenn Sie so wollen, die werden jetzt in Ihre Bootsvariable gesteckt. Für Sie, Java macht das behind the scenes, Sie merken das gar nicht. Wenn Sie aufs Boot zugreifen, dann landen Sie mit Boot Punkt irgendwas direkt dann oben in den Instanzvariablen Ihres instanziierten Objekts. Jetzt verstehen Sie auch vielleicht auch, warum wir davon immer sprechen, dass Objekte erzeugt oder instanziiert werden. Ne? Die werden wirklich im Speicher, im Heap-Speicher, wird wirklich ein kleines Stückchen abgesteckt, ne? So ein kleiner Claim, und da ist dann Platz für die Variablenwerte, die dieses Objekt haben kann. Und wie viel Platz, wie gesagt, hängt davon ab, welche Klasse es ist, welche Werte drin stehen, hängt von jedem Objekt einzeln ab. Wenn ich jetzt sowas mache wie Black Pearl gleich Albatros, ich habe ja jetzt zwei Bootsvariablen, ne? Black Pearl gleich Albatros. Wenn ich jetzt diese obere in rot markierte Zuweisung mache, dann passiert nicht das, was Sie vielleicht denken, aber aufgrund dieser Grafik sollte Ihnen klar sein, was stattdessen passiert. Die naive Annahme wäre ja, es gibt hier Black Pearl und die hat einen Masten und eine
Spannweite oder Mastenzahl und Länge. Und Albatros hat das auch. Und wenn ich jetzt sage Black Pearl gleich Albatros, dann wäre die naive Annahme, dass jeder Teil hier der Black Pearl, jede Instanzvariable, auf den Wert gesetzt wird, auf den gleichen Wert gesetzt wird, der beim Albatros steht. Also man würde annehmen, die Black Pearl bleibt weiterhin ihr eigenes Objekt und jeder Wert, jede Instanzvariable wird praktisch kopiert von der Albatros. Das passiert aber nicht. Und das kann auch nicht passieren, weil diese Zuweisung, die Sie hier sehen, wir wissen jetzt, was die wirklich macht. Die nimmt sich nämlich den Wert, der im Zahnputzbecher steckt, Black Pearl, und das ist ja nur dieser Zeiger, diese Referenz, diese Adresse dessen, wo die Black Pearl, das Objekt der Black Pearl im Speicher steht. Und wir nehmen jetzt diesen Zeigerwert und kopieren den in unsere Albatros. Ja, also Black Pearl gleich Albatros. Oh, das ist falsch rum. Oh, wir haben uns versehen. Also, stellen Sie sich den Pfeil bitte andersrum vor. Ja? Ist falsch rum dargestellt. Oder drehen Sie sich das einmal rum. Also hier müsste stehen Albatros gleich Black Pearl, dann macht es mehr Sinn. Sorry. Wir haben dieses Jahr die Schiffe mit Namen ersetzt, die mir besser gefielen als letztes Jahr und dabei haben wir einen Fehler gemacht. Okay, also wenn da stünde Albatros gleich Black Pearl, das wäre richtig hier im Code, dann würde eben nicht jeder Wert von der Black Pearl auf die Albatros kopiert werden, sondern stattdessen würde einfach nur Albatros gleich Black Pearl würde bewirken, dass die Sachen, die hier in der Black Pearl stehen, dieser Pointerwert, der dahin zeigt, kopiert wird und da auch reingetan wird in diesen Becher. Und damit zeigt diese Remote hier auch auf das Objekt der Black Pearl. Ja, das ist für 17.25 Uhr schon ganz schön hart, verstehe ich. Das ist wichtig zu verstehen, wir kopieren hier, wenn Sie so wollen, Hausadressen. Ne? Also da drin steht irgendwie Black Pearl, ja, keine Ahnung, ist ein Objekt, aber ich weiß, das ist da und da. Albatros sagt auch, ich kenne ein Objekt, das ist da und da. Wenn ich jetzt sage, Albatros gleich Black Pearl, dann nehme ich den Black Pearl-Wert, der hier steht, der weiß, das ist da gespeichert und tue den hier auch rein. Ich habe also den Zeiger dupliziert, kopiert. Das heißt, beide zeigen jetzt auf dieses Objekt. Damit haben Sie sich in dem Moment gerade, wenn Ihr Code nicht noch irgendwas anderes tut, wunderbarerweise haben Sie jetzt vergessen in Ihrem Programm, wo eigentlich ursprünglich diese alte Albatros hier gespeichert war. Darauf haben Sie nämlich jetzt keinen Zeiger mehr, keine Referenz mehr. Und das ist so ein bisschen so wie, ne, Ihr persönliches Schicksal, wenn Sie keine Freunde mehr haben, ist eigentlich total egal, ob es sie noch gibt. Ja? Genauso geht das jetzt hier der Albatros. Ja? Wenn niemand mehr weiß, wo die eigentlich ist, wo dieses Objekt im Speicher steht, dann kann auch niemand jemals wieder da dran kommen. Ja? Und deswegen wird die Albatros dann hier von einem Programm, das Garbage Collection heißt, das klingt jetzt brutal, Müllsammlung, irgendwann eingesammelt und gelöscht und entsorgt, damit dieser Speicherplatz wieder zur Verfügung steht. Denn sobald Sie diesen Befehl einmal gemacht haben, hier also Albatros gleich Black Pearl, umgedreht als das, was da steht, ist es nicht mehr möglich, auf dieses Objekt irgendwie zuzugreifen. Sie haben vergessen, wo es steht im Speicher. Sie haben sich die letzte und einzige Adresse, wo es gespeichert war, die haben Sie ja gerade weggeworfen, indem Sie hier die Adresse von dem anderen Objekt reingetan haben. Und so ein Objekt, auf das man nicht mehr zugreifen kann, ist nutzlos. Und deswegen, und das zählt aber Java im Hintergrund mit, das weiß genau, wie viele Variablen es irgendwo gibt in Ihrem Programm, die auf ein bestimmtes Objekt zeigen. Und wenn die letzte weg ist, die darauf zeigt, und das wäre in diesem Fall hier diese einzige hier, dann weiß es, das Objekt kann nicht mehr benutzt werden. Ich werde das demnächst, diesen Speicherbereich, wieder freigeben, damit er neu benutzt werden kann für andere Sachen. Okay, das ist also weird, ne? Genauso auch, wenn Sie, und der Fehler passiert wahrscheinlich noch öfter. Angenommen, wir hätten das nicht gemacht, ne, mit Black Pearl gleich Albatros. Aber angenommen, wir legen zwei Boote an, die enthalten die gleichen Werte. Der eine heißt Albatros, andere heißt Black Pearl. Beide sind gleich lang, gleich viele Masten. Alle Instanzvariablen sind gleich. Jetzt würde der naive Mensch natürlich hergehen und sagen, oh, die kann ich vergleichen. Genauso wie ich ja zwei Integer-Variablen vergleichen kann. Ja? If
Alter gleich 65 oder sowas oder Alter 1 gleich Alter 2 oder so oder Alter gleich Höchstalter oder so, kann man ja alles machen. Sie würden ja sagen, jetzt kann ich das auch mit Objekten machen, oder? Aber auch das geht nicht. Zumindest nicht so, wie Sie es vorstellen. Weil was Sie wollen, wahrscheinlich, ist ja, dass Sie sagen, wenn ich zwei Boote miteinander vergleiche, würde ich gerne wissen, ob die in all ihren Instanzvariablen übereinstimmen, also ob die praktisch identische Kopien sind. Ja? Ist die Länge der Albatros und die Anzahl der Masten gleich der Länge der Black Pearl und der Anzahl der Masten der Black Pearl? Das ist die Frage, die Sie sich vielleicht stellen bei einem Vergleich. Wenn Sie aber die Gleichheit hier einfach so dann abfragen, was machen Sie dann? Inzwischen wissen Sie es. Sie vergleichen diese beiden Zahnputzbecher. Und wenn wir mal zurückgehen auf das, was wir anfangs dort hatten, nämlich dass dort, ich gehe mal kurz zurück, so, auf das hier, ja, wenn Sie das hier gemacht haben, und angenommen, Sie haben die beiden jetzt mit gleichen Werten belegt, und wenn Sie jetzt diese Gleichheit abfragen mit diesem Doppelgleichheitszeichen, sind die wirklich gleich? Nein, natürlich nicht, weil die eine, ja, Albatros, ist geparkt an Heap-Position so und so, und die andere, die Black Pearls-Objekt, ist geparkt an einer völlig anderen Position im Speicher. Das heißt, diese beiden Adressen, die hier drin stehen, diese Zeiger, diese Referenzen, diese Remotes hier, die sind natürlich nicht gleich, weil die zeigen ja auf zwei verschiedene Objekte. Und deswegen scheitert der Vergleich, obwohl Sie vielleicht vorher in beide Objekte dieselben Werte für die Instanzvariablen geschrieben haben. Also beide gleiche Länge, beide gleiche Anzahl Masten haben. Hat irgendjemand eine Idee, wie Sie denn jetzt rausfinden könnten, ob die Objekte wirklich gleich sind, so in unserem naiven Sinne? Ob sie wirklich dasselbe oder ja, dieselben Charakteristika haben? Ja? Equals. Equals, genau. Es gibt eine Funktion equals, mit der man testen kann, ob Objekte gleich sind. Wer die nicht kennt, könnte es aber auch machen. Er könnte einfach sagen, ich teste einfach für jede Instanzvariable meiner Klasse, die ich da habe, ob die beiden Instanzvariablenwerte gleich sind, wenn das elementare Datentyp sind. Ich könnte also gucken, ist denn die Länge von dem Albatros gleich der Länge von der Black Pearl und ist die Anzahl der Masten von der Albatros gleich der Anzahl der Masten von der Black Pearl. Und wenn das beides gegeben ist, würde ich jetzt sagen, sind die Boote gleich. Ne? Das sind die Boote gleich, wenn alle Instanzvariablen denselben Wert haben. Die Equals-Funktion hat noch so ein paar Kniffe, weil die kann man auch selber definieren. Man kann Sachen sagen, die sind gleich, wenn Sie da reinschreiben, was Sie sich vorstellen unter der Gleichheit. Aber dazu kommen wir auch noch etwas in der Zukunft. Okay, das war erstmal wichtig zu verstehen, dass also diese Gleichheit nicht gegeben ist. Ah ja, und das war der letzte Trick noch hier. Wenn wir jetzt sagen, hier haben wir jetzt Black Pearl auf 0 gesetzt. Ja, 0 ist eine spezielle Anweisung, man kann sich das vorstellen, so wie die Adresse 0 im Speicher. Da steht halt auf jeden Fall nichts. Aber 0 heißt eigentlich einfach nur, das zeigt ins Nirvana. Ja, da ist nichts, ist geerdet. Und eine Objektvariable, die auf 0 gesetzt ist, zeigt also explizit auf kein Objekt. Das ist die Aussage davon. Das kann man machen. Man kann also jeder Objektvariable, wie Black Pearl ist ja eine Variable vom Typ Boot, kann ich neben der Zuweisung von anderen Bootvariablen, kann ich der auch 0 zuweisen, N-U-L-L. Und wenn ich das mache, dann zeigt die nicht mehr auf ein gültiges Boot. Ne? Wir haben gerade eben ja diese Variable vorher hierüber kopiert in die Albatros. Das heißt also, auf dieses Objekt hier habe ich noch einen Zeiger über die Albatros. Das wird also von der Garbage Collection noch nicht eingesammelt. Aber wenn ich jetzt wissen möchte in meinem Code, ist das denn okay, dass ich auf diese Objektvariable zugreife und mit dem Objekt, was dahinter steht, was mache, dann kann ich vorher fragen, steht denn was drin? Also ist es ungleich 0? Ausrufezeichen gleich heißt ungleich. Also ist denn die Black Pearl, diese Adresse, die hier drin steht, nicht 0? Nein, okay, dann zeigt es also auf ein Objekt, dann kann ich auf dieses Objekt auch zugreifen und zum Beispiel dessen Größe, Masten oder was auch immer abfragen. Das ist also eine gute Idee, wenn man das macht bei einer Objektvariable, bevor man den Zugriff macht, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist in seinem Code, dass da garantiert auch wirklich die Objektvariable schon auf einen Wert gesetzt wurde, also auf ein Objekt zeigt, ein gültiges, dann sollte man das vorher testen.
Wenn sie das nicht machen und sie vergessen zum Beispiel der Black Pearl irgendwie mit New Boat und so weiter ein neues Boot anzulegen, dann kriegen sie einen Fehler erst zur Laufzeit. Denn das kann der Compiler auch wieder nicht wissen, ja, zur Kompilierzeit, ob das Programm in dem Moment jetzt schon für die Variable auf ein gültiges Objekt gesetzt wurde oder nicht. Das heißt, zur Laufzeit gibt es dann einen Fehler, die berühmte Null Pointer Exception, die Sie dann bestimmt demnächst auch mal sehen werden, die Ihnen sagt, oh, da hast du versucht, auf ein Objekt zuzugreifen, das gibt es aber noch nicht. Also diese Variable, auf die du zugreifst, die zeigt auf Null und nicht auf ein gültiges Objekt. Wenn man jetzt auch noch Albatros auf Null setzen würde, dann werden beide auf Null zeigen und dann würde tatsächlich auch dieses Boot dann vom Garbage Collector, von der Müllabfuhr sozusagen eingesammelt werden. So, das ist recht abgefahren, aber ist wirklich wichtig, dass Sie das verstehen. Bitte schauen Sie sich dazu auch nochmal den Abschnitt im Buch an, im Kapitel 3 sind wir, ne? Ja, genau, Kapitel 3, zu dem Thema Objekte und Referenztypen, was das bedeutet und der Unterschied zwischen Objekttypen und elementaren Datentypen. Den muss man wirklich einmal verstanden haben. Jetzt brauchen wir ja für jede Variable, die wir in einem Programm anlegen, einen Namen. Wenn wir aber ganz, ganz viele Werte haben, die vom selben Datentyp sind, dann könnte es vielleicht sinnvoll sein, die ganzen Werte unter einem einzigen Namen ansprechen zu können. Also Sie schreiben ein Lottoprogramm, da wollen Sie ja wahrscheinlich nicht sagen, irgendwie erste gezogene Zahl, zweite gezogene Zahl, dritte gezogene Zahl. Da wollen Sie nicht für jede gezogene Zahl eine eigene Variable anlegen. Müssten Sie aber momentan, denn momentan haben Sie in Ihrer Toolbox sozusagen als Java-Programmierer noch keine andere Möglichkeit. Das ist jetzt vielleicht bei 6 aus 49 oder sowas noch okay, aber wenn es um 1 Million Sensordaten geht, ist das irgendwie nicht mehr okay. Ja, da wollen Sie nicht 1 Million Variablen in Ihrem Code deklarieren, da werden Sie schwarz. Deswegen ist es möglich, Variablen zu definieren, die nicht nur einen Wert enthalten können, sondern eine ganze Menge von Werten. Eine ganze Reihe sozusagen von Werten, die sie hintereinander stehen haben in einem sogenannten Array, in so einem Feld, eins hinter dem anderen. Arrays sind keine elementaren Datentypen, sondern sind Objekte. Das heißt, wichtig zu verstehen, ich möchte vielleicht zum Beispiel beim Lotto-Tipp möchte ich gerne mehrere Integer-Werte speichern. Jede einzelne Lottozahl, die gezogen wird, ist eine Integer. Ja, sogar eine sehr kleine. Da käme ich sogar mit einer Byte-Variable hin, ja, weil mehr als 49 kommt da nicht raus. Wir haben jetzt Int genommen, weil wir das schon kennen und wie gesagt, es auch nicht wirklich heutzutage einen Unterschied macht bei kleineren Programmen, was man da nimmt. Und Sie sehen, ich habe auch nicht gesagt Int-Lottotipp, sondern Int und dann diese eckigen Klammern hier, Lottotipp. Das heißt, das ist eine Variable, die ich da geschaffen habe, die kann eine ganze Reihe von Integer-Variablen speichern, ein Array. Okay? Wie groß ist das Array? Das haben wir noch nicht gesagt. Wir haben nur gesagt, Lottotyp ist eine Array-Variable, die auf ein Array von Integers zeigt. Auch das ist wieder eine Objektvariable, ist auch ein Objekttyp. Wenn wir die dann anlegen mit New, genau wie bei den anderen Objekten, die wir mit New anlegen, müssen wir sagen, wie groß es sein soll. Denn, was macht New? New geht los, ne? Wie der Settler und so, und steckt ein Claim ab und sagt, so viel Speicher brauche ich jetzt in meinem Hauptspeicher für dieses Objekt, wenn es tatsächlich im Heap existieren soll. Steckt also einen Speicherplatz im Heap ab und dann muss es ja wissen, wie viel es sein soll. Sagen wir also hier, Lotto-Tipp, die ja schon hier oben deklariert ist, ne? Wichtig die Unterscheidung Deklarierung, und definieren, also auf einen Wert setzen oder einen Wert zuweisen. Wir haben die hier deklariert und hier bei der Definition, was das denn sein soll, der New-Operator legt ein Objekt an vom Typ Int-Array, also ein Objekttyp, der Größe 6. In diesem Moment gibt es jetzt im Heap also die Möglichkeit, 6 Integer-Variablen zu speichern in einem Array und auf diesen Array als Ganzes kann ich mit der Variable Lottotyp zugreifen. Ist wieder ein Objekt. Hier nochmal als Bild. Der Zahnputzbecher, auf dem steht drauf Lottotyp, so heißt unsere Variable. Er ist vom Typ
Integer Array, also ein Objekttyp. Die Referenzvariable dahin ist der Zahnputzbecher. Was kommt rein? Die Fernbedienung, die zeigt auf einen Bereich im Heap, in dem jetzt ein Array-Objekt liegt, das Platz hat für 6 Integers. Und weil wir Informatiker sind, fangen wir immer bei 0 an zu zählen und nicht bei 1. So sind wir halt. Deswegen sind die nummeriert von int 0, Lottotyp eckige Klammer 0 bis Lottotyp eckige Klammer 5. Auch das wird Ihnen grenzenlose Freude bereiten, wenn Sie Fehlermeldungen bekommen, weil Sie da mal wieder von 1 bis 6 gezählt haben. Weil normale Menschen, also nicht Informatiker, fangen natürlich bei 1 an zu zählen. Ja, stellen Sie sich schon mal drauf ein, kommt auf jeden Fall auf Sie zu. Das heißt, Arrays sind keine elementaren Datentypen, sind Objekte. Sie können aber elementare Datentypen speichern, wie wir hier sehen. Hier speichern wir 6 Integers in einem Array. Wir könnten aber auch in diese Zahnputzbecher rum wiederum Objekte speichern. Dann wäre in jedem dieser Zahnputzbecher wieder eine Fernbedienung, die auf ein Objekt zeigt, was im Heap angelegt wird. Und das kommt relativ häufig vor. Vielleicht wollen Sie eine Menge Boote verwalten, in einem Hafen zum Beispiel. Wichtig aber ist, Sie können nicht mischen. Sie könnten sagen, oh, ich tue hier eine Int rein, hier eine Float, hier ein Objekt oder so. Das geht nicht. Zumindest ist es in Java so nicht vorgesehen. Das heißt also, jedes Feld in einem Array ist immer derselbe Datentyp. Immer elementar Int oder Float oder eine bestimmte Objektklasse. Okay. Das Int-Array-Objekt selbst liegt natürlich wieder auf dem Heap und die Lottotyp-Variable zeigt nur drauf. Wie greife ich jetzt drauf zu? Bisschen anders als bei den Objektvariablen, da hatten wir diese Punktlösung. Da kommt man Boot, also Albatros, Punkt, Anzahl Masten wäre der Zugriff gewesen auf die Instanzvariable Anzahl Masten des Objekts Albatros. Hier läuft das über die eckige Klammer. Ja? Lottotyp eckige Klammer 0 gleich 4. Was macht das? Das nimmt sich, man muss ja bei solchen Zuweisungen immer rechts anfangen zu lesen, da weiß man, aha, ich habe einen Wert 4, das ist eine Integer-Variable, ein Integer-Wert, Entschuldigung, und dieser Integer-Wert 4, der wird jetzt genommen und wird irgendwo reingetan. Wo wird er reingetan? Der wird reingetan in eine Integer-Variable, die sich da findet, wo das nullte Element von Lottotyp ist. Lottotyp selber ist ein Array, also ein Objekt. Durch diese eckige Klammer 0 wird die Referenz aufgelöst und ich lande bei diesem ersten Zahnputzbecher hier und in den tue ich jetzt die 4 rein. So geht es weiter. Ne? Lottotyp 1 gleich 8 tut das hier rein, Lottotyp 2 gleich 15 und so weiter, 16, 23, 42. Die Werte liegen jetzt alle schön nacheinander aufgereiht in unserem Array. Das heißt, wir haben jetzt in der Variable Lottotyp tatsächlich über diesen Array 6 Zahlen gespeichert. Das ist natürlich auch wieder mühsam. Informatiker sind faul, deswegen gibt es auch eine andere Weise, das aufzuschreiben. Sie können auch den Integer Array direkt deklarieren, Gewinnzahlen zum Beispiel, heißt jetzt mal anders, ne, heißt jetzt nicht Lottotyp, und können dahinter schreiben gleich und dann in geschweiften Klammern, just because it's more fun, die Zahlenreihe aufführen. Ja? Das ist eine Möglichkeit, wie Sie einem Array in Kurzschreibweise direkt eine Reihe von Werten zuweisen können. Das heißt, hinter der Kulisse sozusagen nimmt dann der Compiler all diese Werte und steckt die jeweils an die entsprechenden Stellen in die Variablen auf dem Heap. Das ist allerdings nicht sehr häufig sowas, weil meistens machen sie Arrays, um unbekannte Werte zu speichern. Ja, Sensormesswerte oder sowas aus ihrem Experiment oder Kundendaten, die noch eingegeben werden müssen. Das heißt also, in den seltensten Fällen deklarieren sie ein Array und füllen ihn gleich mit konstanten Werten. Kommt nicht so häufig vor. Ich kann abfragen, wie lang ein Array ist, denn das ist zwar oben anfangs mal deklariert worden, aber wie komme ich da später wieder dran? Wie war das noch sozusagen, wenn das Programm wissen möchte, wie groß ist denn dieses Array? Das macht man, indem man bei dem Array, das ist eine Objektvariable, eine Instanzvariable abfragt vom Array, die dazugehört und die heißt Length. Also ganz einfach, jedes Array hat automatisch eine Length-Instanzvariable, mit der ich herausfinden kann, wie viele Elemente sind denn tatsächlich, wie groß ist denn dieses Array. Das heißt nicht, dass Sie alle gefüllt haben müssen. Ja? Die Länge ist von Anfang an 6, wenn Sie ihn einmal so hingeschrieben haben, also deklariert haben mit new und so weiter, dann ist die Länge 6, auch wenn Sie die Werte noch nicht eingetragen haben da drin.
So, jetzt werfen wir nochmal das Gehirn an. Und Sie können sich überlegen, was passiert in diesem Programm. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Das ist nämlich kein einfaches Array, sondern hier passiert ein bisschen was Raffinierteres. Überlegen Sie mal, ob Sie rausfinden könnten, dass hier sind auch keine, das meiste sind auch keine Anweisungen hier, ne? Da ist ja kein Semikolon und es wird auch nichts zugewiesen oder so, sondern das sind nur Ausdrücke, also nur Fragmente aus dem Code. Was würde denn hier tatsächlich rauskommen? Sie sehen, da oben deklarieren wir Float und dann stehen da zweimal eckige Klammern, ganz seltsam. Und dann der Name Eiergewicht an der Variablen. Und dann weisen wir Eiergewicht zu, also erzeugen wir ein neues Objekt. Basistyp ist Float, aber dann dahinter zweieckige Klammern. Ja. Und dann ist die Frage an Sie, ob Sie uns 1, 2, 3, 4, 5 Antworten schicken können, per Slido, die uns sagen, was jeweils sozusagen der Wert jeder einzelnen Zeile ist. Okay, ich glaube, wir haben eine erste korrekte Antwort. Ich werde da noch ein bisschen nachbohren und mal gucken, ob die Gummibärchen verdient sind. Clemens, wo ist er? Da, okay, alles klar. Also, 5 richtige Antworten. Was kommt beim ersten raus? Eiergewicht Punkt Length? 6. Warum? Weil das die Länge des ersten, das ist ja quasi eine Matrix, die dann 6 Einträge und 5 Floats. Genau. Sie haben es jetzt mit Matrix beschrieben, das ist richtig, das sieht man auch hier schön an dem Eierkarton. Wenn wir uns jetzt, am besten erklärt man das oder versteht man das, wenn man sich vorstellt, was denn im Speicher passiert. Hier wird ja ein Array angelegt und dieses Array hat eine bestimmte Länge, nämlich 6, das ist der erste Index dort. Aber was ist jetzt in jeder Zelle dieses Arrays drin mit diesen 6 Einträgen? Ein weiteres Array. Das heißt also, jede dieser 6 Zellen enthält eigentlich eine Objektvariable, die selbst wieder ein Array ist und die dann jeweils auf ein Array von 5 Einträgen zeigt. Das heißt also, wir denken als, ne, mathematisch gesehen, denken wir einfach schön an ein 6x5 oder 5x6 Array, je nachdem, warum wir nummerieren. Aber was Java daraus machen muss, ist im Prinzip eine Objektvariable, nämlich vom Typ Array, mit 6 Einträgen. Jeder dieser Einträge ist wieder ein Objekt, das jeweils 5 Einträge speichert. Also eher so eine Art zweifach verschachtelte Verkettung. Aber 6 ist richtig, genau. Und jetzt haben wir dann beim zweiten Eiergewicht 0 Punkt Length. Was kommt da dann raus? 5. Warum? Weil das wieder das ist der erste Array von 6 Arrays. Und das der Länge 5. Genau, das ist der erste der 6 Arrays, genau wie Sie sagen, und der hat die Länge 5, wie wir da oben sehen können. Da kommt also 5 raus. Bei der dritten, was passiert da? Da ist ein Fehler, weil wir haben nur 6 Arrays und nicht 9. Richtig. Wann taucht der Fehler auf? Kompilieren. Das ist sehr schön, ne? Das wäre super. Schafft er aber leider nicht. Das ist tatsächlich eine Sache, die erst zur Laufzeit festgestellt wird. Weil das Array ein Objekttyp ist, also ein dynamisch erzeugtes Ding ist, kann der Compiler, obwohl wir es eigentlich da so hingeschrieben haben, ist so ein bisschen ähnlich wie vorher mit dem Byte und der Integer, kann der Compiler das tatsächlich nicht selbstständig ermitteln. Er könnte es, wenn er super schlau wäre, macht er aber nicht, weil er in dem Fall sagt immer nur, das ist ein Array-Typ und bei Array-Typen weiß ich nicht genau, was in den einzelnen Elementen drin sind. So genau kann das nicht durchdenken. Das heißt, der Fehler würde tatsächlich erst zur Laufzeit aufbringen, was natürlich wahnsinnig ärgerlich ist. Ja, weil Laufzeitfehler sind immer blöd. Da stürzt nämlich Ihr Programm dann ab, wenn es beim Kunden laufen soll und nicht, wenn Sie beim Entwickeln sind. Wenn Sie also am Kompilieren sind. Okay, aber der Nächste, was macht der? Der weiß den vierten Array. Genau, da wird also dann die vierte Eintragung unseres Basis-Arrays genommen. Da wird dann geguckt, das ist wieder ein Array, also die Liste, da gucken wir dann das zweite Element rein.
Müssen wir ins dritte, weil wir fangen ja an bei 0 zu zählen. Ne? Also das heißt, also das geht dann also dann von 0, 1, 2, 3, 4, das ist das fünfte Element, und dann 0, 1, 2, das dritte Element, 5, 3. An der Stelle wird jetzt der Wert eingetragen. Und das ist ein Float-Wert. Das ist auch okay, wir haben f dahinter geschrieben, ist eine Float-Variable. Das Ding soll Float-Variablen enthalten, alles gut. Und was ist bei dem letzten Begriff? Eiergewicht 3, 1, Punkt, Length. Da habe ich wieder einen Fehler, weil das ist ja nun, das heißt nur auf dem Float hin. Float ist eine Length. Die hat keine Länge, genau. Und zur Compile-Zeit oder zur Laufzeit? Das weiß ich nicht. Wann passiert es, ist die Frage. Das kann tatsächlich der Compiler vorher feststellen, weil er weiß, welchen Datentyp wir da reingeschrieben haben. Er weiß, das ist ein Typ Array und in dem Array ist ein weiterer Typ Array und in dem sind Integers drin. Und er weiß, der Typ Integer kann die Methode Length nicht zur Verfügung stellen. Das kann er schon zur Compile-Zeit feststellen. Aber das war jetzt die am härtesten verdienten Gummibärchen, würde ich sagen, des Abends. Wir probieren es. Oh Gott, und am weitesten weggeworfen. Oh, würden Sie mal bitte, Dankeschön. Oh, Dankeschön. Ja, super. Jetzt, wenn ich runterkomme, lass ich was liegen bei dir. Ist toll. Alles klar. Also das waren die fünf Fehler hier. Absolut richtig alles. Wir haben also jetzt Arrays gesehen. Jetzt haben wir elementare Datentypen gespeichert und am Ende haben wir gesagt, ein zweidimensionales Array ist eigentlich ein Array, in dem jedes Element wieder ein Objekt ist. Häufig tun sie einfach Objekte in ein Array. Ja? Objekte wie zum Beispiel Boote. Wenn Sie zum Beispiel eine Hafensoftware schreiben, dann muss der Hafen irgendwie modelliert werden in Ihrer Software und in dem Hafen können Boote anliegen. Jetzt wollen Sie vielleicht also eine Liste von Booten speichern. Das heißt, Ihr Hafen ist dann einfach ein Array von Booten im einfachsten Falle. Das wird jetzt keine super Hafenverwaltung, die können wir nicht verkaufen, aber ist ein Anfang. Sie deklarieren die also hier, Boot, eckige Klammern, Hafen. Damit haben wir eine Variable vom Typ Array von Booten. Ein Array, in dem jedes Element ein Boot ist, also ein Objekt ist. Dann definieren wir den Wert, der da rein soll, in Hafen, indem wir ein neues Boot anlegen. Das heißt, also, Entschuldigung, ein neues Array anlegen. Ein Array mit fünf Elementen, in dem jedes Element ein Boot ist. Jetzt wird Platz geschaffen. Ne? Der Digger geht wieder los, steckt den Claim ab im Heap. Wir haben Platz dafür, dort fünf Objekte abzulegen. Ja? Also relativ viel Platz jetzt für jede, an jeder Stelle des Arrays kann tatsächlich jetzt ein Objekt abgelegt werden. Das heißt also, genau genommen muss man sich vorstellen, wir haben jetzt das Array anfangs nur deklariert, jetzt haben wir ein Array geschaffen, der in fünf Stellen jeweils den Zeiger auf ein Boot abspeichern kann. Die Boote selbst gibt es aber noch nicht. Ja, also aufpassen, auch jetzt haben wir noch nicht die Boote selber tatsächlich angelegt, sondern nur die Referenzvariablen, für die ist es Platz, für fünf Referenzvariablen ist jetzt Platz, die jeweils auf ein Boot zeigen können. Aber eine Referenzvariable hat ja immer die gleiche Größe, die muss ja immer nur eine Hausnummer, eine Speicheradresse haben, egal wie groß das Objekt ist, das da steht. Wir haben noch nicht die Boote erzeugt. Das heißt also, der Digger ist noch nicht losgegangen und hat Platz abgesteckt für die eigentlichen Daten der Boote. Das ist auch eine Sache, die man sehr gerne falsch interpretiert. Das passiert erst hier. Hier sage ich jetzt, okay, Hafen, eckige Klammer 0, was ist das? Ich weiß, Hafen ist ein Array von Booten, das heißt Hafen 0 zeigt auf ein Boot. Das ist jetzt eine Objektvariable vom Typ Boot, also die Referenz auf ein Boot. Und die belege ich jetzt hier mit einem neuen Boot. Erst jetzt wird tatsächlich der Digger losgehen und tatsächlich Platz für das erste Boot hier an der Stelle 0 abstecken und dass da dann die Instanzvariablen vom Boot drin sein können. Auch wieder ein wichtiger Unterschied, ne? Das Definieren und Belegen hier des Arrays hat noch nicht den Platz für die eigentlichen Boote geschaffen, sondern nur den Platz für die Referenzvariablen, die auf die Boote zeigen. Und dann mit Hafen 1 noch ein Boot. Ne? Also so können wir dann jede Stelle hier drin füllen. Und Sie sehen natürlich schon, dass sich Arrays wunderbar eignen, um da drüber mit Schleifen zu laufen. Ne? Da können Sie also hier statt 0 und 1 hinzuschreiben, können Sie auch ein i, eine Schleifenvariable haben und dann durch Ihr Array durchlaufen und jedes Boot zum Beispiel ausgeben lassen oder einen Wert setzen oder löschen oder was auch immer. Bitte sehr. Kann ich Arrays auch, also die sind ja normalerweise nur zweidimensional. Ja. Kann ich die auch dreidimensional machen? Ich wüsste nicht, warum nicht, oder? Hast du das mal probiert? Benutzt bisher nicht, aber gehen ja. Müsste eigentlich gehen. Ich glaube, dass man das möglich. Aufgrund der Tatsache, dass wir ja nicht wirklich multidimensional speichern, sondern wir machen ja einfach nur
dann wäre halt sozusagen in jedem Feld des Arrays wäre ein Pointer drin, der zeigt wieder auf ein Array, in jedem von dem wäre wieder ein Pointer drin, der wieder auf ein Array zeigt. Also spreche ich jetzt nichts dagegen, das zu tun. Ich glaube, so definiert man tatsächlich dreidimensionale Matrizen zum Beispiel. Ja. Aber super Ding, ne? Probieren Sie es aus, tippen Sie es mal ein, zwei Zeilen Code und dann sehen Sie, ob es knallt oder ob der Compiler happy ist. Genau. Gute Frage. Also, nochmal grafisch dargestellt, hier ist die Referenzvariable. Oh, das ist ein Lotto-Tipp. Nee, ne? Ist kein Lotto-Tipp mehr, Adrian. Ich glaube, wir sind bei Boten jetzt. Macht aber nichts. Das Publikum denkt mit. Also der Hafen, ne? Der Hafen verweist jetzt auf, das müsste hier Hafen heißen, nicht Lotto-Tipp. Der verweist jetzt, die Referenzvariable verweist mit ihrem Wert auf im Heap auf unser Boot-Array, das aber nur ein Array ist mit 5 Zahnputzbechern, in denen eine Fernbedienung stecken kann, nämlich die, die dann irgendwann auf Boote verweist. Erst wenn wir die Dinger anlegen mit New Boat, hier Hafen 0 und Hafen 1, erst dann werden die eigentlichen Objekte erzeugt und 0 und 1 verweisen dann auf diese beiden Bötchen. So, bisher haben wir zugegriffen auf ein Boot, indem wir ja gesagt haben, zum Beispiel erzeuge mir ein neues Boot, das nenne ich jetzt Ahoi hier. Und dann gibt es eine Variable wie zum Beispiel Inhaber oder sowas, dann schreibe ich da einen Namen rein, kann eine Methode aufrufen etc. Wie machen wir das jetzt bei Arrays? So, ne, wir schreiben einfach Array, Array-Variable, eckige Klammern lösen auf, dann sind wir bei der Instanzvariable 0 hier und dann müssen wir mit dem Punkt-Operator wieder zu unserem Objekt finden und dann können wir auf die Instanzvariable von dem Objekt zugreifen. Eigentlich total logisch. Ja, das ist eine Frage, bitte. Wenn ich in NewBoat 5 schreibe, heißt das dann, es läuft von 1 zu 5 oder heißt es, läuft von 1 zu 4? Sind das dann 5 Vektor oder 6? Wenn Sie Boot 5 schreiben, NewBoat 5 schreiben, ja, also Sie schreiben NewBoat 5, dann geht es weder von 1 bis 4 noch von 1 bis 5, sondern es geht von 0 bis 4. Genau, das heißt, es gibt dann 5. Es gibt 5 Objekte, aber sie sind nummeriert mit 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, genau. Okay, weil das ist ja entstanden durch NewBoat 5, oder? Mal gucken. Ja, ist auch schon korrigiert jetzt. Oh, okay, alles klar. Danke, das ist ein Fehler. Super, sehr gut gesehen. Also, das Ding müsste man erzeugen durch Boot 6, haben Sie absolut recht, weil die ja von 0 bis 5 nummeriert sind. Wir wollten nur mal mal zeigen, wie das so ist, wenn man so einen Off-by-One-Fehler macht. Also das passiert so häufig, dass Informatiker dafür einen eigenen Namen haben, das sind Off-by-One-Errors. Ja? Passieren ständig, jedem. Wie man sieht, auch begnadeten Folienbauern wie uns. Danke für den Hinweis. Jetzt kommen wir noch schaffen wir das noch? Oh, ich glaube, das machen wir nächstes Mal, Adrian. Strings sind mir glaube ich, für heute, die sparen wir uns für heute ein. Wir machen für heute hier Schluss und ich habe noch die letzte Folie für Sie, was Sie tun müssen, bevor der tosende Applaus losgeht. Was müssen Sie tun? Sie müssen zu Ihren Tutorien gehen, Fragen mitbringen. Bearbeiten Sie bitte ab morgen das 4. Übungsblatt und schnappen Sie sich das Buch und lesen Sie das Kapitel 3. Alles klar? Herzlichen Dank. Das war's. This content was provided by RWTH, Aachen University.